Heute ist Silvester, der letzte Tag im Jahr. Anlass, ein bisschen zurückzublicken, aber vielleicht auch einen Blick ins neue Jahr zu wagen. Der Rückblick, der fällt unter dem Strich für Bayern positiv auf. Wir haben eine Menge vorangebracht. Auf der einen Seite haben wir dem Klima- und Artenschutz in Bayern zu einem neuen Stellenwert verschafft. Wir haben mit unseren Hightech-Agenda und Forschungsprogrammen einen nächsten Schritt in der Digitalisierung gemacht, den kein anderes Bundesland schafft. Und wir bauen beispielsweise für die Familie neben finanziellen Leistungen vor allem Krippenplätze aus, was für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade für unsere jungen Frauen, ein ganz wichtiges Anliegen ist. Also unterm Strich könnte man sagen, ein ganz gutes Jahr. Nun, wir wissen, dass das neue Jahr Herausforderungen bringt. Wir haben internationale Krisen, eine Verrohung der Gesellschaft, Hass und Hetze, mehr Antisemitismus denn je. Und damit spüren wir, dass wir uns darauf auf neue Zeiten einstellen müssen. Ich möchte, dass Bayern ein Land ist und bleibt, das frei und frei denken ist. Ein Freistaat eben. Ich möchte, dass sich alle hier wohlfühlen, alle ihr Glück finden können, alle die Chancen, die sie wollen, auch hier gerade in Bayern suchen können. Wir sind ein Land, das Möglichkeiten bietet. Heimat, aber auch Kultur und Tradition, gleichzeitig Modernität und Offenheit. Dieses Lebensgefühl von Freiheit, dieses Lebensgefühl aber auch von Sicherheit, das möchte ich, dass das erhalten bleibt. Ob die nächsten Jahre und vor allem auch die ganzen 20er goldene werden, das kann keiner sagen. Aber wir sind darauf vorbereitet. Wir wollen, dass es hier in Bayern ein Bollwerk für eine moderne, für eine lebendige, für eine offene Gesellschaft und Demokratie gibt. Bayern eben ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das ist mein Wunsch für uns alle. Dafür werde ich als Ministerpräsident arbeiten. Und deswegen wünsche ich Ihnen heute ein schönes Silvester. Ob Sie Raketen nutzen heute Abend und böllern oder nicht, das entscheiden Sie selbst. Aber bitte mit Maß und Mitte das Ganze anzugehen. Und dann einen guten Start ins neue Jahr. Alles, alles Gute, Gesundheit, Glück und mögen sich alle Wünsche erfüllen.